90 Sekunden, ja, für den Arsch. Dieses Pulver ist für den Arsch. Das könnte dann Hasen geben. Die können sich dann kurz für 90 Sekunden Blitzzähne machen. Vielleicht gefällt's ihnen ja. Plumps. Ach, das ist ja... Ach Mensch, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, wenn ich enttäuscht bin, dann mache ich One-Hit-Kills. Oh. Armer Untoter. Ich sollte nicht so oft enttäuscht sein. Das ist böse für meine Gegner. Ja, ich bin böse. Aua. Also jetzt wollte er... Jetzt wollte er echt alles wissen. Nein, 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 nein. Plumps. Ich brauche immer noch mehr Seelen, ey. Wie viele Seelen brauche ich denn? Wartet mal. Man kann irgendwie, glaube ich... Nee. Also ich habe das mit diesen... Beweglichkeitsmoves noch nicht raus. Die kann man ja irgendwie einsetzen, habe ich so das Gefühl. So mit Rückwärtsrolle und hast du nicht gesehen. Oh, da habt ihr mich erwischt. Macht aber nix. Macht ja nix, sind ja nur 1600 Seelen. Ist die Hälfte von denen, was ich brauche. Kann ich ja wieder sammeln. Ich hoffe einfach, die töten mich nicht. Und ja, selbst wenn man ein bisschen höher gelevelt ist, drei Gegner auf einmal sind immer noch zu viel. Das ist krass. Also klar, wenn man eine Waffe hat, mit der man einen Schwingen macht und dann sind sie tot, mit der ist es kein Problem, aber so mit meiner aktuellen Waffe ist das nicht einfach. Die brauchen ja immer noch drei Schläge. Komm. Oder halt einen Superschlag. Und einen normalen halt. Ja, ja, ja. Die Gegner hier sind echt aufmüpfig. Hey. Was sagt eigentlich dein Kumpel dazu? Genau dasselbe. Hm, er stirbt. Hm. Lustig. Okay, bloß nicht töten lassen. Die haben mich schon mal verarscht, hier. Aber diesmal nicht. Der hat ein Höhlenschild, wieder. Wie viele von diesen blöden Höhlenschildern wollen die mir eigentlich noch geben? Davon habe ich doch jetzt echt mal genug. Ganz genau sowas meinte ich, wenn sie wieder solche Assi-Aktionen bringen. Aber eine Brandbombe. Da liegt mein Gut rum, ey. Außer Reichweite. Wegkicken. Hardcore weggekickt. Irgendjemand ist gerade eine Leiter hoch oder runter gelaufen. Das macht mir ein bisschen Angst. Danke für mein Gut. Oh, da kommt wieder Mr. Ferrari, ey. Ich drehe dir sogar den Rücken zu. Nee, sollte man nicht machen. Ich wusste doch, da ist jemand eine Leiter runtergekommen. Man kann es ja hören, ne? Als ob mich sowas ablenkt. Wow. Okay. Heftig. Komm, tu es. Und diesmal gehst du drauf. Wunderbar, wunderbar. Na dann. Dann können wir uns jetzt auch endlich die Reparaturkiste kaufen. Ja, und dann, rein theoretisch habe ich soweit alles gezeigt, was es zu zeigen gibt. Jo,
Euch auch. Das ist schon schön. Kommen die jetzt? Kommt ihr? Nö. Ich hasse ihn. Guck mal, der hat Reparaturpulver. Wow, cool. Ich will aber lieber die Kiste. So, und jetzt, Leute. Jetzt wartet mal. Ich will nochmal mit dem Typen sprechen und gucken. Aber ich glaube, der Sack hat nichts Gescheites mehr. Der hat noch das. Der hat blockiert bedingt Estus. Von den Ritterklerikern. Das blockiert bedingt. Okay. Ja gut, aber Wisser, das ist mir... Es kostet ja nur 500. Ach kommt, ey. Kommt, das holen wir uns auch noch. Dann haben wir aber echt jeden Scheiß von ihm. Dann kann er uns nichts mehr sagen. Und dann holen wir uns seinen super Uchigatana. Und dann machen wir die Gargoyles platt, ey. Komm. Geben die auch nur 80? Ja, die geben 100 Seelen. Cool. Komm. Auf geht's. So. Hast du noch was gedroppt? Nö. Gut, dann... Boah, mach mir doch keine Angst. Dann holen wir uns jetzt die letzten 86 Seelen und dann, den Talisman. Oh. Hat nicht ganz gereicht, ne? Wieder ein Lendentuch von den Höhlensoldaten. Ich habe so das Gefühl, die sind scheiße, die Höhlensoldaten. Ich glaube, wir sind selbst ein Höhlensoldat. Wow. Guter Stich. Tschüss, auf euch kann ich verzichten. Richtig. Gut, so, deinen letzten Talisman, gib ihm her. Ansonsten hat der echt nur Schrott, ne? Ja, der hat sonst nur scheiß Schwerter. Außer Rapier. Rapier sieht cool aus. Aber Rapier ist schwächer als alles, was ich hab. Und auch sonst ist dazu, ehrlich gesagt, scheiße. Gut, her mit dem Talisman. Dann würde ich schon fast... Ach, wartet mal. Habe ich den etwa schon? Ey, habe ich den scheiß Talisman schon? Ich wette, den habe ich schon. Und dann... dann werde ich wieder ungemütlich. Ich wüsste halt nur nicht, wo der ist. Hier vielleicht. Ich habe den viermal. Egal. Jetzt habe ich ihn viermal. Also gut, Junge. Es tut mir aufrichtig leid, aber du bist scheiße. Was ist mit Julia? Julia hilft jetzt auch nicht mehr. Was ist mit deiner Julia, ey? Hey, guck mal, wir haben Menschlichkeit, weil wir so einen Penner getötet haben. Und als Uchigatana. So, und wenn das Ding jetzt schwächer ist als meine anderen Sachen, dann kriege ich einen Koller. Oh, 90. Zu schwach. Du musst... Ja, warte. Verdammt, ich brauche noch ein bisschen was. Ich brauche noch ein bisschen Stärke. Kettenbrecher nehme ich jetzt mal. So, und jetzt wartet. Jetzt gucke ich mal. Jetzt muss ich mal gucken. Uchigatana. Wie viel brauche ich denn da? Das war doch irgendwie... Genau. Nötige Attribute. 14 Stärke und 14... Ich schätze mal Beweglichkeit. 14 Stärke und 14 Beweglichkeit. Ich habe 12 Stärke und 20 Beweglichkeit. Also noch 2 Level-Ups auf Stärke und dann kann ich mein Uchigatana verwenden. Cool. Ich brauche sowieso noch Seelen. Oh, kommt ihr denn hier? Ha? Also dich versteckt.
Ist aber fies von dir. Ja, da sind ganz viele. Ich kenne sie noch. Hallo. Ihr wisst das hier. Ach, stimmt ja. Ich habe jetzt so ein komisches Ding. Hallo. Wie geht's dir? Und tschack. Boah, das ist voll geil irgendwie. Ey, das ist richtig geil. Und zack, und zack. Oh, cool. Das ist irgendwie, das ist lustig. Ich weiß nicht, aber das ist lustig. Das ist so eine lustig sein Waffe. Die macht so Lust auf mehr. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich für ein Level-Up brauche. Aber Leute, das werden wir bald rausfinden. Ach, das ist doch scheiße mit dem Drachen. Wie komme ich an dem denn nochmal vorbei? So, Ausrüstung reparieren erstmal. Jetzt repariere ich mal alles. Ah, das kostet Seelen. Verdammte Scheiße. Das ist ja doof. Ach, Mann. Ich dachte, das wäre kostenlos. Ah, egal. Wir gucken mal, ob wir irgendwie an dem Drachen vorbeikommen. Wir... Ach halt, ist ja... So ist es ja auch gar nicht gewollt, an dem Drachen vorbeizukommen. So ist es gewollt. War rechts noch was? Ja. Dich kannte ich noch. Zack, zack, zack. Oh Mann, die Waffe ist scheiße. Wenn ich das mal so sagen darf. Was macht denn ein Speer? Ich will mal gerne einen Speer ausprobieren. Ich habe auch einen Speer. Ja, jetzt sind wir ebenbürtig, hä? Ja. Komm. Oh. Ah, ich kann jetzt eure Attacke nachahmen. Yeah. Ah ja, jetzt kommen die Ratten. Die mich vergiften. Oder beinahe vergiften. Wenn sie mich denn treffen würden. Aber das tun sie nicht. Und wir sind am Drachen vorbei. Cool. Das heißt, wir sind wieder... am Anfang unserer Reise, nämlich hier. Hallo. Boah, die frisst aber richtig viel Ausdauer. Das Ding. Ich will wieder mein altbekanntes Langschwert. Das ist mir immer noch... Oder kann ich die Hellbarde? Nein, dafür bin ich zu schwach. Oha. Ah, Graswappenschild ist nicht so gut. Hätte gerne mein fast noch ganzes Langschwert. So. Gut, der Drache kann mir jetzt wieder mal gestohlen bleiben. Kannst du noch mal Feuer machen? Okay. Gut. Ach genau, jetzt kann ich auch mal nachgucken. Wie viel brauche ich denn zum Aufsteigen? Ich brauche 2600 Seelen zum Aufsteigen. Und ich brauche zweimal Stärke, damit ich mein Uchigatana ausrüsten kann. Das bedeutet, ich gehe wieder mal ein paar unschuldige Untote. Slayen. Die geben mir zwar nicht so viel, aber die geben mir immerhin etwas. Na? Findet ihr auch gut. Ich meine, Seelen sind Seelen, ne? Also...
Ich beklag mich nicht. Hey ho. Oh, wie sehr ich es vermisst habe. Mag man gar nicht glauben. So, ihr könnt mir alle gestohlen bleiben, weil ihr seid doof. Hör auf, mich in den Rücken stechen zu wollen. Du genauso. Ihr könnt mich mal. Ja, dann komm doch her, ja. Komm her. Oh, okay. Ja, alles noch gut. Kleine Scherbe, yeah. Ich habe eine kleine Scherbe gefunden. Und damit hau ich jetzt auch ab. Oh, fuck. Kennt ihr ihn noch? Den fiesen Penner. Ja, nein, nein, diesmal drehst du dich gar nicht erst um. Nein, versuch's doch. Versuch's nicht. Okay. Er ist immer noch gleich scheiße wie davor. Hä? Aufmucken. Ja, was dachtest du dir? Ey, dein kleiner Kumpel hier, der ist scheiße. Komm her. Put, 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 put. Und zack. Und noch eine kleine Scherbe. Ey, wir kriegen so viele kleine Scherben. Welches Level warst du? Carla. Können wir gleich gucken. Ich will hier nur noch mal ganz kurz mein Zeug safen. Jo. Genau. Wegen dir will ich safen. Wieso hatte ich jetzt 5 Estos? Verstehe ich nicht. Block doch nicht. Blöder Penner. Also, die sollten sich neue Taktiken einfallen lassen. Und noch ein Schild. Ey, die kann ich... Die hätte ich alle verkaufen können. Verdammt. Der Händler, dem hätte ich noch richtig Geld aus der Tasche ziehen können. Indem ich dem die ganzen Scheißschilde da verkaufe. Diese Hüllendinger. Ich brauche die ja selbst nicht. Es reicht noch nicht für ein Level. Ich riskiere es nicht. Lieber mal nichts riskieren. Mein Uchigatana, das werde ich jetzt voll hochstufen, Mann. Das kriegt jetzt so richtig viele kleine Scherben. So, welches Level war ich? War die Frage. Level 19 bin ich momentan. Level 19. Ich habe sehr viel in Beweglichkeit rein investiert, weil mein Charakter auch beweglich war schon. Und ich habe halt Vitalität ein bisschen und Beweglichkeit und momentan bin ich halt auf Stärke, damit ich halt die coolen Waffen auch tragen kann. Die Waffen, die die coolen Kids heutzutage so tragen. Dazu muss ich meinen kleinen Kumpel hier besuchen. Den lieben Klopp auf den Amboss. Und ich werde dich nicht angreifen. Yo, I need a dollar. Und dann möchte ich... Was hast du denn zur Auswahl? Er hat kleine Scherbe. Ich will nochmal gucken. Wie viele habe ich davon? Ich habe 4. Das heißt, ich könnte plus 20 gehen. Ich kann beim Uchigatana plus 20 gehen. Theoretisch. Es kostet mich auch immer Seelen. Okay. Plus 1. Überall plus 1. Ja. Krummsäbel 99 würde das dann machen. Hat leider... Ey, da sieht man es auch. Guckt mal. Es gibt normales Schwert. Es gibt... Blitzschwert. Feuerschwert und Eisschwert. Das sieht... Oder Kristallschwert. Ich habe vorhin mal irgendwas mit Kristallschwert gelesen. Gibt es irgendeine Waffe, die sowas hat? Nein. Ich werde auf jeden Fall noch nicht... Nein, nein, nein. Ich werde noch nichts machen. Nein. Wisst ihr warum? Es ist gut möglich, dass mir nachher dieses Uchigatana von dem Schlagen her... Also... Dass es verdammt doof ist und dass es mir überhaupt nicht gefällt. Und dann würde ich es bereuen. Also lieber nochmal irgendwie
5000 Seelen farmen und dann mit diesen 5000 Seelen zweimal Level up, dann Uchigatana ausprobieren und dann gegebenenfalls super aufboosten und dann die Gargoyles plätten. Ja. Und Tobi, du darfst mich gerne invaden. Ich weiß, dass das was Negatives ist und dass ich dann sterben werde, aber kannst du machen. Ey, guck mal, noch eine kleine Scherbe. Ich kann schon fünfmal aufleveln. Fünfmal Uchigatana aufleveln. Das ist richtig geil. Das wird so richtig die Horrorwaffe, ey. Uchigatana for Heavy Man. So, jetzt werde ich mich hier um ein paar Priester kümmern. Das sind zwar keine Priester, aber... Komm. Oh ne, nicht zwei. Ja, solange nur einer kommt. Hello. Invade mich. Invade mich. Wenn du es kannst. Boah, der ist so doof. Ich mag dich nicht. Ja. Nein. Nein. Das hast du jetzt nicht getan, Mann. Das hast du jetzt nicht getan. Die geben immerhin 200 Seelen. Sollte vielleicht nochmal was trinken? Also wie gesagt, Tobi, darfst mich gerne invaden. Versuch's halt. Ich mach dich platt. Weil ich gerade voll den Lauf hab. Ah, komm doch. Ja, versuch's. Und zack. Noch eine kleine... Oh, Baldenstuhl. Oh, das will ich jetzt mal gucken. Vielleicht sind die ja cool. Baldenstulpen. Ja, die sind episch. Die sind nur gegen... gegen Kristall-Scheiße. Aber Kristall ist mir ja momentan noch egal. Die Gegner hier können ja alle kein Kristall. Versteck. Kristallversteck. Ninjutsu. Ja, war mir klar. War dir auch klar, dass du sterben wirst? Ich denke nicht. Oh, irgendwer stampft. Ach, die da oben stampfen bei den Gargoyles, ja. Ihr dürft gerne stampfen. Komm her. Hey, kommst du? Ja, er kommt. Ich bin mal gespannt, wann Tobi auftaucht und vor allem, wie er auftaucht. Es wird uns ja angezeigt, soweit ich weiß. Also wir kriegen eine Info, dass er unser Spiel invadet. Da kriegen wir, glaube ich, eine Info. Anders als zum Beispiel in Watch Dogs, wo man es erst bemerkt, wenn er wirklich in Action tritt. Ich weiß halt nicht, ob Tobi mich auch in Windows Live hat. Kann ich euch jetzt nicht verraten. Wie lange streame ich denn schon? Ich glaube, seit 19 Uhr, ne? 1,5 Stunden. Und wir haben... Also ich muss sagen, wir haben schon ein bisschen was geschafft. Also wir haben ein paar Sachen halt nachgeholt. Nichts Großes, aber... Immerhin, ne? Also... Da kann man nicht meckern.